Die Bandklasse auf dem Karawansalon vertreten aus einem Mitglied der Hümer-Gruppe Etrusco. Ja, hier bei mir ist... Ja, hallo, hier ist Jan, Außendienstvertrieb Etrusco. Und wir gucken uns zusammen den Van 6.6 SF an. Ja, Van heißt, er hat eigentlich eine Breite wie ein Kastenwagen. Das sieht man sehr schön, dass diese Fahrzeuge über keine große Spiegelverbreiterung verfügen. Das heißt, sie sind sehr schmal. Richtig, wir haben hier eine Breite von 2,14 Meter und damit sehr nah am Kastenwagenbereich dran. Sprich, wir sind natürlich sehr viel wendiger und sehr viel beweglicher als mit einem breiteren Teilintegrierten und haben trotzdem natürlich die Vorteile eines Reisemobils mit der Isolierung und dem wohnlichen Aufbau hinten drauf. Ja, ich kann hier sehr gut mitreden, du weißt warum? Du fährst selber ein? 6.6 DF. Genau das Auto. Siehst du, dann machst du das doch besser vollkommen ohne mich hier, oder? Nee, ich brauche dich auf jeden Fall. Aber ich fahre ihn selber. Das Schlimme bei dem Auto ist, ich habe ihn als Automatik, große Maschine. Der geht wie Hölle. Es ist wirklich so, 170 kannst du durchfahren und ohne dass das Fahrwerk an die Grenzen kommt. Das ist total krass. Du kannst damit Spurwechsel machen, du kannst harte Bremsmanöver machen. Das Ding, es klappert nicht. Das hat mich selbst verwundert. Also ich habe den ja vom euch abgeholt und da hat der euch noch ein, zwei Maßnahmen ergriffen. Der ist einmal über den Hof gefahren, hat ein paar Sachen optimiert. Kann man ja machen. Ein bisschen Filz und so, ja. Und dann war ganz leise auf einmal. Das heißt, der Möbelbau arbeitet nicht so stark, der ist nicht so laut. Ja, ich denke, das haben wir bei ganz, ganz vielen Reisemobilen von uns, dass wir da sehr, sehr leise sind, wenig Störfaktoren im Möbelbau haben. Aber hier kommt natürlich dazu, dass wir auch das Fahrwerk bzw. generell bei Ford die Motorengeräusche im Inneren sehr, sehr gering haben. Das heißt, man hört ihn auch vom Motor her kaum. Und ja, du hast es angesprochen, 170 PS als Automatik, das ist schon fast ein Rennwagen. Das ist ein Rennwagen. Also sag mal, eine Geschwindigkeit von 120 fährst du auf der linken Backe. Das ist echt so. Das ist total easy. Mit 130 fühlt sich immer noch wohl. 150, 160 ist so. Was ganz Schlimmes mit dem Auto ist, wenn du in der Stadt fährst. Weißt du warum? Knöllchengefahr. Weil normale Wohnmobile fährst du behäbig. Dann, die brauchen noch ein bisschen, bis sie kommen und so weiter. Den hier, du hast 70 drauf auf der innerorts. Du merkst es nicht. Ja, siehst du, da, deswegen fahre ich so einen nicht, ist mir zu gefährlich, weil ich sammle so schon im Außendienst ständig irgendwelche Bilder. da brauche ich das nicht noch im Urlaub. Nein, also ich denke, man ist ja, gute Reisegeschwindigkeit ist irgendwo so zwischen 130 und 140 km/h und das funktioniert mit dem Fahrzeug auch beladen, einwandfrei. Ja, zwei E-Bikes mit eingeplappten Lenker geht oder eins kannst du einfach so reinschieben. Was schön ist die Höhe hier. Du kriegst die auch wirklich gut rein. Und deswegen gibt es auch E-Bike-Zubehör im Originalzubehör. Das ist bei mir eingebaut. Genau, richtig. Wir haben hier auch den abgesenkten Rahmen hinten, sodass wir E-Bikes schön reinbekommen und auch nicht so hoch heben müssen. Also das ist sehr, sehr gut zu beladen. Und wir haben natürlich auch am Rand die Zuösen, um das Ganze mit Spanngurten zu befestigen. So, wir gehen mal kurz hier rum. Dann sieht man das Heck. Ihr habt Anfahrteile entwickelt, die auch mal kaputt gehen können. Wenn ich hier leichte Anstöße habe auf den Seiten, die kriegst du einzeln nach. Genau, richtig. Das sind unsere Heckleuchtenträger aus Kunststoff. Das ist ganz angenehm, wenn man mal in der Stadt auf einen engeren Parkplatz fährt und mal tatsächlich hinten ran dötscht, sage ich mal, ist es nicht ganz so kostenintensiv, da so ein Kunststoffteil mal zu tauschen. Oh, das Heck ist aus GFK? Das ist aus GFK. Dach GFK? Genauso. Alles, Seitenwände, Dach, Unterboden, alles mit GFK-Schutz. Ja, wir werden heute Abend ein Luxusreisemobil filmen. Das kam in einen schweren Hagelschaden. Aluwand. Ihr habt auch Alu, muss man sagen. Die Fiat-Modelle sind auf Alu. Genau, richtig. Die Fiat-Modelle sind auf Alu. Hier beim Ford haben wir rundrum GFK. Also glasfaserverstärkter Kunststoff. Du kannst gerne mal draufhauen mit der Faust. Das kann der ab. Da ist ein Sandwich drunter. Und das ist eben der Vorteil. Mach ruhig mal. Darfst du? Ich darf mal wieder unsere Fahrzeuge hauen. Mach ich ungern, aber passiert nichts. Das ist so, wenn du das jetzt hier bei Alu machen würdest, hättest du eine Delle drin. Das ist relativ schnell sogar. Also wenn du das jetzt hättest. Und das ist natürlich der Riesenvorteil. GFK ist sehr unempfindlich. Ja, es ist ein sehr, sehr belastbarer, sehr, sehr belastbares Material. Selbst wenn mal was dran sein sollte oder dran kommen sollte, kann man hier einfach GFK nachlaminieren. Das heißt, es ist auch sehr, sehr gut zum Reparieren. Sollte denn mal was dran kommen, passiert aber sehr, sehr selten.
Sehr schön. Also ich bin sehr zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Etrusco ist wirklich sehr gut. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute hier sind und ihr auch mittlerweile mit den Händlern auf der Messe ganz schön geschrieben habt, ja, haben die mir erzählt. Absolut. Ich glaube, wir können hier mehr als zufrieden sein. Bei dem Van 6.6 SF fangen wir hier bei 54,5 an. Hier habe ich ein vollwertiges Reisemobil mit der Isolierung, mit dem Schutz, mit allem, was dazugehört. So, jetzt habt ihr hier natürlich schöne Ausstattungsvarianten gewählt. Ich guck mal gerade, ist das hier ein X-Type? Das ist ein Type X, genau. Der hat die Complete Selection Ausstattung mit drauf und zusätzlich tatsächlich noch eine Solaranlage. Und damit hat er eigentlich auch alles, was wichtig wäre oder was wichtig ist, bei so einem Fahrzeug schon von vornherein mit verbaut. So, hier ist die Tür, hat mich auch nicht gestört. Die hat kein Fenster, weil das direkte Fenster ist nebendran. Die Type X habe ich auch. Das bedeutet, wir haben sehr helle, weiße Farben, wenig Holz. Der Boden, so eine Schiffsbodenoptik? Richtig, genau. Das sind so die Schiffsplanken, die man eigentlich so aus dem Yachtbereich kennt. Dazu die hellen Polster. Das macht das ganze Fahrzeug natürlich sehr, sehr, sehr hell, sehr, sehr wohnlich. Und zudem haben wir natürlich dann auch mit den hellen Dachschrankklappen sehr, sehr schön weitläufige bzw. weitsichtige Blickachsen im Fahrzeug, was das Ganze sehr groß und geräumig wirken lässt. Gehen wir kurz rein. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Ja. Längs Einzelbetten, zwei Stück, denn hier wird verkauft gerade im Fahrzeug mit Auszug. Das heißt, du hast also hier die Möglichkeit, dieses Mittelteil einfach mit auszuziehen und dann schön mit dem Enkelkind oder irgendwas zu schlafen. Da gibt es eine Leiter dazu. Genau, richtig. Die hängt man vorne auf diesen zwei Plastik-Einhängern ein, die wir jetzt sehen. Und das ist serienmäßig mit im Fahrzeug enthalten. Wir ziehen einfach das Stück nach vorne. Oben drauf sehen Sie gerade die zweite Matratze liegen. Die wird da drauf gelegt und dann haben wir hier eine richtig große Liegefläche, wo man auch mal ganz gut zu dritt, zu viert liegen kann mit den Kindern, mit dem Hund, wie auch immer. Ich zeig's mal gerade. Ja, das ist hier jetzt in der neuesten Variante mit Piezo-Zündung, habe ich gehört. Kommen wir jetzt zu einer Änderung? Richtig, genau. Hier haben wir die die Dreiflammen-Kocher-Spüle-Kombination. Inzwischen jetzt mit Piezo-Zündung von Dometic, die hier im Fahrzeug verbaut ist. Ja, das Ganze kenne ich jetzt sehr gut. Den Kühlschrank kenne ich gut. Der ist sehr zweckmäßig, weil er ist nicht so hoch und dadurch wird die Blickachse nicht verbaut. Also ihr habt unglaublich darauf geachtet, dass wenn man im Reisemobil ist, man hier jetzt sitzt, ja, von hinten nach vorne komplett durchgucken kann und deswegen bei dem 6.6 natürlich nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie eingeengt. Ich persönlich habe jetzt Folgendes gemacht. Komm mal her und dann zeige ich es dir mal. Ich schlafe mit dem Kopf hier. Das hat einen Grund. Also das hier war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ein bisschen zu schmal oder ein bisschen zu niedrig. Und deswegen habe ich einfach das umgedreht und schlafe wie ein Baby. Das ist wirklich Hammer. Ich habe einfach das umgedreht. Ich glaub, das ist eine ganz charmante Lösung für Menschen wie uns, die etwas größer sind. Man wacht morgens auf und kann sich hier nicht den Kopf stoßen. Ich war mit dem hier auch schon unterwegs und ich liege tatsächlich auch immer quer hinten drin, ziehe mir das aus und habe dann, dadurch, dass die Liegefläche mit dem Auszug sowieso fast quadratisch ist, habe ich hier tatsächlich auch die Möglichkeit, quer drin zu schlafen. Der Vorteil ist, wenn du mal ein bisschen schräg stehst, kannst du dir genau die Ecke auswählen, wo der Kopf am höchsten ist. Also dann braucht man auch keine Hubstützen oder so irgendwas, um das hier zu machen. Und das sieht man sehr, sehr schön. Also das ist der Keil, der wird eingelegt. Ich habe das Auto lieben gelernt, weil wir natürlich die Erweiterung mit drin haben mit Lithium. Das heißt, wir haben also während der Fahrt immer schön die Lithiumzellen aufgeladen. Ich habe den Fernseher mit drin. Mit dem Fernseher kannst du übrigens mit dem Stecker, mit dem Stromstecker vom Fernseher die Powerbank laden. Ich habe noch eine zusätzliche Powerbank dabei gehabt. War ganz witzig, auf 12 Volt. Dann hast du hier einen Vorhang mit drin, den kannst du zuziehen. Und das benutze ich immer, wenn ich einfach mal so stehe und schlafe jetzt hier. Dann lasse ich vorne alles offen. Oder du hast die Möglichkeit, das ist ziemlich genial, mit diesem Vorhang nämlich einen Stealth-Modus zu aktivieren. Das heißt also, der Vorhang hat den Vorteil, weißt ja selber, du hast jetzt hier integrierte Verdunklungssysteme vorne drin, dann ist vorne alles weiß. Jeder sieht, da ist jemand drin. Und den Vorhang, den kannst du einfach zuziehen und lässt die beiden Sitze einfach gedreht und machst die hinter den Sitz. Und dann ist drin schwarz. Genau, also ich glaube auch, wie du es eben schon beschrieben hast, man braucht nicht unbedingt Hubschützen. Man kann quer drin, längs drin schlafen, immer so da, wo der Kopf am höchsten liegt. Das heißt, ich habe hier sicherlich ein Fahrzeug, mit dem ich wunderbar auch autark stehen kann, wenn ich dann
wie du schon gesagt hast, Lithium-Batterie vielleicht mit drin habe, oder die Solaranlage auf dem Dach, sodass ich dann auch da die Möglichkeiten habe, einfach die Akkus wieder aufzuladen. Und dann kann ich hier sehr gut auch autark mitstehen. Ja, das ist Type X. Man kann das sehr, sehr schön sehen. Öffne mal bitte die Schranktür und dann siehst du ganz viele Möbelverbinder. Du siehst natürlich Beschläge von Häfele. Da habt ihr wirklich gute Qualität verwendet. Es klappert wenig. Man muss, also ich sag mal, wenn man so eine halbe Stunde, Stunde investiert, ja, fährt mal mit einer Rüttelstrecke, guckt mal, welche Klappe noch optimiert werden muss, kann man mit ganz einfachen Maßnahmen das Auto unglaublich leise machen. Das ist also so, per se klappert schon wenig, aber wenn es irgendwo ein bisschen knirscht, da weiß der Fachhändler Bescheid, der hat so spezielle Unterklebdinger, die klebst du einfach rein, so kleine Gummis, die da reingemacht werden, oder Filz, ich arbeite sehr viel mit Filz. Ein Filzgleiter, den man so von den Stühlen auch kennt, wenn man sich da mal so einen Streifen von kauft und mal guckt, wo es klappert und vielleicht mal den ein oder anderen Filzgleiter noch anbringt, dann ist man hier wirklich auf einem guten Weg sehr, sehr leise unterwegs. Sehr leise. Es sind oft Kleinigkeiten, die so ein kleines bisschen, ich sag mal, sich bewegen während der Fahrt, weil das Fahrzeug arbeitet ja. Die Automatik, meine Empfehlung, der Vorteil ist bei Ford, alles kostet ganz wenig Aufpreis. Die große Maschine kostet wenig Geld, die Automatik kostet relativ wenig Geld zu vielen anderen. Also wir haben wirklich kleine Aufpreise und die Automatik ist wirklich ein Hammer. Ja, absolut. Wir haben hier tatsächlich in der Kombination großer Motor und Automatikgetriebe gegenüber vielen anderen Chassisherstellern einen wirklichen Preisvorteil. Der macht sich dann tatsächlich auch natürlich im Gesamtpreis. Wo andere 18.000 Euro mehr kosten, liegen wir hier bei 3,5, glaube ich, für beides. Und dann hast du die Automatik mit drin mit großem Motor. Ich kann mich auch irren, aber ich meine so um die 4. Genau, wir sind bei 3,5, 4 pro pro Einheit. Jeweils pro Einheit. Das heißt, für 8.000 Euro habe ich hier einen großen Motor und ein Automatikgetriebe im Fahrzeug. So, also wir sind tatsächlich auf 2 Meter knapp, über 2,10 Meter Breite. 2,13, was ist der hier? 2,14 Meter ist der. 2,14 Meter, also wir sind rund 20 Zentimeter schmäler als die allen anderen. Kriegst du aber gar nicht mit im Innenraum so sehr, oder? Also der Kastenwagen zum Beispiel, der vergleichbare, ist viel kleiner. Der Kastenwagen wirkt natürlich auch oder ist viel kleiner oder wirkt viel kleiner, weil er natürlich auch oben dann zusammengeht immer so ein Stück. Und hier haben wir tatsächlich diesen sehr, sehr quadratischen Aufbau eines Reisemobils oben on top. Und dadurch wirkt das Ganze natürlich sehr, sehr wohnlich mit sehr, sehr viel Raumgefühl. So, Fernseher ist hier. Dann habe ich Glück mit dir. Du bist tatsächlich noch einen Ticken größer als ich. Du bist wie groß bist du? 1,86, 1,85, 1,86. 1,86. Geh mal bitte in die Toilette. Das ist immer so ein Paradigmenwechsel. Ihr habt hier ein Schwenkbad mit drin. Das Schwenkbad ist noch ganz. Ich zeige es mal gerade. Die Leute haben mittlerweile kapiert, dass man da nur reindrücken muss. Ist auf den Messen immer gerne, reißen die da dran. Hast du das mal schon mal gesehen? Ja, ja, absolut. Wobei ich glaube, so langsam sind alle informiert, dass man... Zeig's mal bitte. Was hast du gemacht jetzt hier? Das heißt, du drückst... Im Prinzip ist es nur dieser Hebel, dieser Tasterhebel hier an der Seite, den ich betätige. Drückst du rein? Ich kann also tatsächlich mit der Hand reinfahren, den nach hinten drücken und das Ganze nach vorne ziehen. Ich muss halt an der Stelle... reindrücken, wo der Hebel ist und nicht da drüber oder da drunter. Geh mal rein, bitte. Das wirst du mal sehen. 1,86 Meter bist du, gell? Ja, genau. So, und so. Das ist also bei mir, du hast jetzt noch Schuhe an, genau, sogar mit einer dicken Sohle. Also dicke Sohle, Holzlattenrost drunter. Das heißt, jetzt stehe ich gerade so drin. Wenn ich beides rausnehme, habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit, sehr bequem noch zu duschen. Ja, die Dusche ist wirklich benutzbar. Das ist also ein großes Ding. Ich habe viele Duschen, wo man sich echt fragt, wer in Gottes Namen hat das entwickelt. Aber mit diesem Schwenkbad, was ja nicht nur bei euch verwendet wird, sondern bei vielen Kollegen aus der Hümer-Gruppe, das ist erprobt, das funktioniert. Das ist eine klasse Geschichte. Und hier siehst du auch wirklich die Toilette, die stört gar nicht. Die kannst du sogar noch einen Ticken weiter reindrehen. Genau, kann ich noch ein bisschen drehen. Dann ist sie ganz weg. Dann ist sie fast komplett weg. Wenn ich jetzt noch hier die Seitenwand ausklappe und davor mache, dann habe ich wird so gut nass. Wie kein Wasser auf. Was auch noch erwähnenswert ist, ich fahre das Auto ja, ist, dass sich das Wasser nicht sammelt. Also es kann sich mal, je nachdem wie er steht, mal hier vorne unter der Toilette mal kurz sammeln. Aber spätestens, wenn man dann losfährt, dann ist es wieder weg. Genau, läuft immer alles Richtung Abfluss, links und rechts unten drin. Zwei Stück habt ihr, gell? Genau. So, dann kommen wir raus und jetzt verwandeln wir mal das Bad ganz schnell mal in wieder eine normale Waschbecken-Toiletten.
Version. Das ist jetzt passiert. Und jetzt hast du den vollen Platz mit zwei Spiegeln. Was eine Besonderheit ist, geh ruhig mal rein, setz dich mal bitte auf die Toilette, dann zeige ich dir mal, wir tun das mal so, als wärst du ein Mädchen. Und du kannst nämlich Folgendes machen, wenn du sitzt, setz dich ruhig mal hin, kannst du das zu dir ranziehen und kannst den Spiegel zu dir ranziehen und kannst dich jetzt schminken. Was los? Mach ich selten mit dem Schminken. Ja, ich auch nicht. Aber vom Prinzip her, ja, wäre möglich. Tatsächlich. Ja, kam meine Frau auf die Idee. Kann ich mir jetzt mit mir selber hier Bier trinken gehen? Ne? Ja, das ist so. Also wenn jetzt einer nicht so gut zu Fuß ist oder so, will einfach sitzen, irgendwas machen, also das funktioniert. Gibt ja Leute, die, weißt du, die haben was am Fuß oder müssen sich mal hinsetzen dabei oder keine Ahnung. So, Klopapier ist hier. Genau. Und der Schalter für das Licht ist unter dem Waschbecken. So, das haben wir hier mit drin. Also, tolle Geschichte. Hier oben kannst du noch nasse Kleidung aufhängen. Mich hat es ziemlich geflecht, dass du nicht nur ein tolles Raum-Duschbad hast, sondern du hast also hier nochmal einen Schrank, der so groß ist, dass du hier einen ganzen Hausrat für zwei Personen eigentlich an Toilettenutensilien reinpacken kannst, inklusive Klopapierrollen extra. Absolut. Also, das ist viel Platz. Genau, hier ist nochmal für alles, was man so braucht, Zahnputzbecher, Zahnbürste, Duschzeug, Toilettenpapier, alles verstaubar drin in diesem Schrank. Wenn ich kompakt unterwegs sein will, komme ja hiermit viel weiter wie große Reisemobile, weil ich kann anrufen auf dem Campingplatz, die fragen ja immer die Länge ab, ja, das ist so. Und dann kommst du an, dann wirst du auch wahrgenommen als kleines Fahrzeug, du wirst nicht als groß alleine und dann kriegst du keinen Platz mehr, gerade bei Last Minute, oft ein Problem. Absolut, hier habe ich den Vorteil, ich habe die schmale Breite, die kurze Länge, ich werde wirklich als kleines Fahrzeug wahrgenommen. Und ich komme auch mal die engen Passstraßen oder die engen Gässchen in irgendwelchen italienischen Bergdörfern, kann ich mal noch lang fahren, ohne Angst haben zu müssen, dass ich mir die Seiten aufreiße. Du kannst auf Feldwegen wenden. Erwähnenswert ist die Bodenfreiheit. Also das Ding ist richtig schlecht wegetauglich. Das ist wirklich so. Dann auch noch das Format. Aufgrund dessen, dass du 2,12 Meter nur Breite hast oder 2,14 Meter, hast du ein sehr stimmiges Format in der Hinterachse. Meist ist die Hinterachse verschwindet unter den Radkästen. Das sieht ein bisschen unförmig aus. Hier sieht es aus unglaublich sportlich. Guck mal, die schließen fast ab. Ja, eben. Also wir haben nicht zu sehr reingezogen, sondern wirklich einen adäquat oder einen schön aussehenden Radstand bzw. auch Radkastenverbau. Netten Hintern, sage ich immer. Genau. Also der passt, also sportlich. Also Mit den schwarzen Felgen natürlich, also Kleider machen Leute und das Fahrzeug hat richtig schöne Schuhe. Also das sieht, finde ich, optisch einfach sehr, sehr gut aus. Das ist ein richtiges Highlight. Also geht los bei knapp über 50.000 Euro. Ja, da sind wir bei der Firma Etrusco. Ihr baut in Italien, in der Toskana. Richtig, in unserem Werk in San Casciano werden unsere Reisemobile gefertigt. Und so, jetzt schauen wir uns gleich im nächsten Video ein anderes Auto an. Wir sind heute am Samstag, den 26. August 2023 auf dem Caravan-Salon. Tschüss, danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste. Prüft doch mal bitte, ob ihr schon abonniert habt. Weil viele denken, ihr hättet abonniert und dann haben sie es nicht. Es kostet keinen Cent, kostet 0 Euro. Abonniert. Tschüss, danke Jan. Ja, vielen Dank.